Also es ist erstmal ein sehr, sehr bewegender Tag. Das hat ja einen langen Vorlauf gehabt, 6 Jahre jetzt Ausgrabungen in der Kirche und die Gemeinde musste auf die Kirche verzichten und jetzt ein Höhepunkt mit der Sarkophagöffnung und dann auch tatsächlich, dass man in dem Sarkophag etwas gefunden hat und hervorragender Erhaltungszustand weitere Rückschlüsse ermöglicht. Das ist schon etwas ganz Großartiges.